Das ist unsere Uhrenhalle, in der befinden sich alle wichtigen selbstgebauten Atomuhren der PTB, unsere klassischen Uhren, die klassischen Strahluhren und eben auch unsere beiden Fontänenuhren. Man hat damals, als man diese Halle gebaut hat, in den 60er Jahren sich überlegt, dass man diese Halle möglichst frei halten möchte von elektromagnetischer Strahlung. Und daher ist das ein faradäischer Käfig, der wirkt so wie ein Auto. Es kann quasi keinen Blitz einschlagen, es kann keine elektromagnetische Strahlung eindringen.